Hey Leute, willkommen bei Widerlader.tv. Ich habe was ganz Neues von euch. Diesen Monat auf den deutschen Markt gekommen von der Firma Heckler & Koch, eine neue Pistole. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht schon von Heckler & Koch die SFP9. Das hier ist jetzt eine neue Variante dieser SFP9, und zwar die SFP9 SF Tactical. Wir hatten schon die Gelegenheit, das gute Stück hier auf der Schießbahn zu bewegen und macht Laune. So sieht die aus. Also die SFP9 SFSD ist eine Striker-Fire-Pistole, also eine Schlagbolzen-Schlosspistole, wenn man es auf Deutsch sagt. Also ähnlich dem Prinzip einer Glock. Wie man hier schon sehen kann, die Pistole kommt mit zwei Magazinen, mit austauschbaren Seitenteilen fürs Griffstück und mit einem austauschbaren Rückenteil fürs Griffstück. Das heißt, ihr könnt dieses Griffstück wie bei der P30 auch schon an eure Hände anpassen. Sehr schön gemacht, also das gefällt mir sehr gut bei Heckler & Koch. Aber schauen wir uns jetzt mal die eigentliche Pistole im Detail an. Bevor wir das machen, natürlich erstmal eine Sicherheitsüberprüfung. Das heißt, wir entnehmen das Magazin aus der Waffe. Das Magazin ist leer. Dann prüfen wir die Verschlussbahn. Verschlussbahn ist frei, Lauf ist frei. Wir halten die Waffe in eine sichere Richtung, ziehen einmal trocken ab und jetzt ist die Waffe sicher. Wie ihr schon gesehen habt, ich bin ja Linksschütze und ich kann die Waffe mit meiner linken Hand bedienen. Das heißt, wir haben die Bedienelemente beidseitig. Wir haben jetzt keine außenliegende Sicherung, genauso wenig wie der außenliegende Hahn nicht da ist, deswegen eine Striker-Fire-Pistole. Aber wie gesagt, beidseitig haben wir die Bedienelemente. Gegenüber der normalen SFP9 haben wir sehr markant vorne das Mündungsgewinde für die, die dürfen. Da kann man dann zum Beispiel einen Schalldämpfer anbringen. Für die, die nicht dürfen, es sieht einfach nur cool aus. Des Weiteren haben wir eine verstellbare Visierung. Das ist jetzt wirklich ein Riesenvorteil gegenüber der normalen SFP9, die eine fixe Visierung hat. Diese verstellbare Visierung hat nachtleuchtende Einsätze. Ich hoffe, ihr könnt das hier so sehen. So sieht die Visierung aus, das Visierbild. Sehr schön gemacht. Damit kann man auch wirklich das Ziel sehr gut erfassen. Sehr wichtig halt ist auch der Abzug. Normalerweise haben Heckler und Koch-Pistolen einen enormen Abzugsweg, finde ich persönlich. Also wir haben einen sehr langen Vorweg. Das ist hier nicht der Fall. Wenn wir jetzt hier die Waffe einmal spannen, zeige ich euch das. Wir haben hier dieses Abzugszüngel. Das ist das Sicherungselement, so wie man es auch schon bei der Firma Glock gesehen haben oder von der Glock kennen. Und wenn ich jetzt hier die Waffe oder den Abzug betätige, habe ich einen sehr kurzen Weg. Jetzt merke ich, hier habe ich meinen Druckpunkt. Und wenn ich darüber hinausgehe, über den Druckpunkt, dann habe ich den Schuss gebrochen. Abzugsgewicht liegt bei 24 Newtonmeter. So, das Schöne ist jetzt der Reset. Das heißt, wenn ich den Abzug jetzt wieder loslasse, ganz langsam, damit ich es klicken höre, habe ich hier schon meinen Resetpunkt. Der ist extrem kurz. Bin sofort wieder an meinem Abzugspunkt und kann damit relativ schnell Schüsse ins Ziel bringen. Das heißt, für Dubletten oder Ähnliches ist das optimal. Insgesamt kann man sagen, es ist eine sehr kompakte Waffe. Macht Spaß, mit der zu schießen. Wir haben hier eine Lauflänge von 119 mm. Gesamtlänge insgesamt hier sind 202 mm. Ist natürlich durchs Polymergriffstück relativ leicht. Mit Magazin wiegt die Waffe ungeladen 719 Gramm. Genau, so in dem Dreh wird es sein. Und wie gesagt, sehr schön verarbeitet. Heckler & Koch gibt nichts. Gefällt mir sehr gut. Wir waren schon auf der Schießbahn. Ich konnte nicht viele Schuss damit machen, weil ich sofort einen Interessenten hatte. Die Waffe ist also schon verkauft. Und deswegen nur ein paar Schuss. Fünf Schuss habe ich nur im Video auf Kamera, sprich von dem Ziel. Aber sieht nicht schlecht aus. Urteilt selbst. Thank you.
So, und hier seht ihr jetzt die ersten 5 Schuss auf der Zielscheibe. Die Entfernung zum Ziel waren übrigens 25 Meter. Ich müsste jetzt die Visierung ein wenig für mich verstellen, damit das dann ins Zentrum rückt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen vom Streugeist her für die ersten 5 Schuss sieht das gar nicht mal übel aus. Das wäre sicher die 9 gehalten. Der Bereich hier. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. So Leute, und das war es dann auch schon wieder von meiner Seite, diesmal mit der Heckler & Koch SFP9 SF Tactical. Eine wirklich sehr schön verarbeitete Dienstpistole, die wirklich schön schießt und sehr präzise schießt. Da gibt es natürlich noch Leute, die können das wesentlich besser als ich, also ich bin da nicht der Maßstab, aber für meine Begriffe war das schon sehr präzise für die Dienstpistole und es macht auf jeden Fall Spaß damit zu schießen. Der Listenpreis liegt aktuell, also hier unten aufs Datum gucken, aktuell liegt er bei 849 Euro und ich finde, der Preis ist sehr fair bewertet. Sauber verarbeitet und ja, gibt nicht zu meckern. Also Heckler & Koch, bitte mehr davon. Macht Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das könnt ihr hier unten tun. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ihr von diesem Video und von der Waffe haltet. Ja, abonniert meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht habt. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis demnächst bei Wiederlader TV. Also wenn ihr relativ hartes Wasser habt, sehr viel Kalk drin habt, dann greift besser zum destillierten Wasser. Und wenn ihr ein weiches Wasser habt, also der Härtegrad vom Wasser relativ niedrig ist, dann könnt ihr auch gerne Leitungswasser nehmen.